Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkoffer, aber das Wetter heute, es ist bewölkt. Die Leistung hier ist jetzt 4 Ampere mal 14 sind 70 Watt, circa etwa. Und hier speise ich über ein langes Kabel, 10 Meter, hier auf diese Batteriebox, über diesen MPPT-Regler, hier rein und hier auf dieser Seite kann ich dann den Föhn betreiben oder sonst irgendwas. Föhn macht wieder Lärm, aber ihr seht ja nicht, dass warme Luft kommt. Ja, das ist ein Faltkoffer zum Hinstellen mit 260 Watt, obwohl eben nur 70 Watt kommen, weil es sehr bewölkt ist. Der MPP3-Regler ist nicht da drin, weil der muss ja abgestimmt sein auf das Panel. Und hier habe ich diese 10 Meter Kabel. Ja, vielleicht sieht man es. Und der Regler muss so nah wie möglich an der Batterie sein, dass der hier die Batteriespannung messen kann und so optimal regeln. Ich kann auch hier das Panel noch ein bisschen hochstellen. Ja, es ist November, also so habe ich jetzt statt 4 schon 4,5 Watt Leistung. Ich könnte auch übers App auf die Batterie schauen, wie viel Strom kommt rein. Ich mache euch hier einen Vergleich zwischen dem Panel und 230 Watt Panel, das annähernd die gleiche Leistung hat. Kosten, Vergleich, Amortisation und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag.